So Leute, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Super Mario Maker. Und ja, heute geht es sich wieder natürlich um die Favoriten in meiner Favoritenliste. Und ich würde sagen, wir fangen mit Drake wieder an. Denn dein Level, die zwei, will ich noch schaffen. Wenn du neuere Level hast, die werde ich in vielleicht einem anderen Part mal präsentieren. Auf jeden Fall sehr nett von dir, dass du deine Level bereitstellst. Ja, und hier, wir haben einen Neuzugang. Ja, B-Boy Trace, doch so wird er glaube ich ausgesprochen. Ist ein Freund von meinem Bruder, da kann man auch mal reinschauen, aber das ein andermal. Und hier, der Amerikaner aus den Vereinigten Staaten. Er hat mir auch einen Kommentar hinterlassen. Ich solle mal seine Level auschecken und da ist auch eins dabei, was mir direkt ins Auge gefallen ist. Aber dazu kommen wir später. So, ja, Sport ist Mord auch für Mario. Nicht schlecht, der Titel gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ja, wir waren an Musikschule Bowser dran und bombardieren den Weg durchs Schiff, ne? Ja, sonst gibt es bisher nichts Neues. Oh. Ja, ich könnte mal gucken, vielleicht Sport ist Mord auch für Mario, könnte ich mir mal reinziehen. Es sieht auf jeden Fall sehr trickreich aus, deswegen ist es auch New Super Mario Bros. U. Ja, 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 ich verstehe schon. Okay, bevor ich mich jetzt extrem ärgere über die Musikschule Bowser, ne, gehen wir jetzt erstmal in das eine Level und zwar bombardiert den Weg durchs Schiff. So, für die, die jetzt die ID noch nicht haben, ich muss da mal kurz draufklicken. Sonst vergesse ich das immer wieder. So, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Mal gucken, ob ich auch in diesem Part mal vielleicht ein, zwei Level von mir zeige. Wenn es reicht, wenn nicht, dann kommt es halt doch erst im nächsten Part. Eure Level sind erstmal an erster Stelle, würde ich sagen. Hier hattest du mir einen Tipp gegeben. Ich dummerweise habe ihn vergessen. Ich habe da jetzt nicht mehr nachgeguckt. Tut mir leid. Trotzdem nochmal danke, dass du es... Ach so, mit dem Cape. Ah, ich glaube... Doch, ich glaube... Ich weiß, wie du das jetzt meinst. Ich habe das jetzt mal ausprobiert, weil du meintest irgendwas mit dem Cape. Und ich denke mir so, oh, das muss doch irgendwie funktionieren. Verdammt. Ah, nein, ich hab's verbockt. Ah, ja. Das ist ein bisschen das Blöde daran, wenn man das Cape benutzt. So. Ja, Gott sei Dank. Er ist stecken geblieben. So, ja, töte ihn. Ich muss aber sagen, ich kenne das ja selber auch, wenn man so Bomben platziert und dann sowas wegsprengen muss, das ist echt ätzend. Je nachdem. Vor allem in dem Teil kannst du die Bomben, glaube ich, nicht nehmen. Oder ich glaube, die kann man nicht nehmen, weil sie groß sind. Ich denke mir mal, dass du das deswegen gemacht hast. Ja, ja, kleiner Schlingel. Ah, verdammt. Ich mag die Stelle nicht. Vor allem, später kommt ja auch noch so eine Stelle. Ich hatte das ja mal mehr oder weniger gespielt. Wisst ihr ja noch Bescheid, habe ich ja auch erwähnt in dem, ich glaube, letzten oder vorherigen Part. Oh. Ja, desto weniger Hindernisse, desto kleiner werden wir, habe ich so das Gefühl. Ich finde das ja immer noch so witzig, dass der einzige Mario, der aus Super Mario World ist, der nach oben gucken kann. So, ich werde jetzt mal einfach diesen Weg hier gehen oder fahren. Den bin ich nämlich persönlich noch nicht gefahren, sobald ich weiß. Oh ja, klar, Bowser. Naja, Gott sei Dank schießt er jetzt erst und nicht da, wo die Bomben schon sind. Sowas nervt auch manchmal. Da muss man echt drauf achten, wo man den Bowser platziert. Sonst ist das ganze Level doch anders wie geplant. Und ich habe so das Gefühl, hier könnte vielleicht noch ein Block versteckt sein oder nicht. Kettenhund, hau ab. Ja, die Stelle habe ich ganz vergessen. Da bin ich nämlich auch schon anders hochgekommen, und zwar mit dem Cape. Aber naja, was soll's. Sollte ich diese Level nicht schaffen, werde ich es doch nochmal vielleicht lieber privat versuchen. Und ja, die Level haben es schon ein bisschen mit den Nerven. Komm, jetzt muss es doch besser klappen. Ich muss mich ein bisschen warm spielen hier. Oh, verdammt. Doch, ich glaube schon. Jetzt kriegen wir die auch ein bisschen da
besser drunter. Ja, komm hier hin. Verdammt. Mein Plan ist nicht aufgegangen. Immer noch nicht. Ah, doch. Es hat wieder ein paar Blöcke oder Steine oder ein bisschen von der Wand weggenommen. Ja, komm. Komm, mach mal keinen Scheiß hier. Ja, Gott sei Dank. Ah. Das ist so fies. Ich dachte, jetzt kann ich einfach genüsslich hochfliegen und ein bisschen cheaten, sagen wir es mal so. Aber es hat nicht geklappt. Da bleibt er doch glatt da stecken und uns bleibt nichts anderes übrig. Oh, ich hätte das vorher beenden müssen. Oh, das war knapp. Ich bin jetzt schon fast 6 Minuten an diesem Level. Kaum zu fassen, aber es ist so. Aha. Komm. Ja, komm. Reicht es? Ja, es reicht. Nein, nein. Oh. Ihr seid doch. Naja, noch gibt es hier keine Trampoline. Und die Stelle hier, wo man rüberspringen musste gerade, finde ich auch sehr asozial, weil man stößt da immer so mit dem Kopf dran oder wie auch immer. Ich denke mir mal, entweder war das Absicht oder du bist über diese Stelle immer geflogen und hast sie selber noch nicht so ausprobiert. Kennt man von sich selber ja auch. Aber okay, kannst du mir ja in die Kombis schreiben. Jetzt können wir ein bisschen näher auf dieses Level eingehen. Hoffe ich mal. Ja, genau, ich weiß. Das ist eine sehr, sehr schöne Stelle mit den Cheep-Cheeps auf. Stirbt. Los, haut ab. So, ich versuche jetzt mal hochzukommen. Verdammt, ich hatte es. Ah, warum musstest du so abbremsen, Mario? Oh nein, die Cheep-Cheeps, haut ab. Weg hier, weg mit euch. Das muss doch nicht sein. Ja. Aber du bist wenigstens so freundlich und lässt hier 3 Versuche. Auch wenn das vielleicht mit einer Röhre vielleicht besser gewesen wäre. Boah, geil, Leute. Habt ihr es gesehen? Ich bin getroffen worden, bin trotzdem noch hochgekommen. Nicht schlecht. Ja, und hier war ich auch schon. Das ist eine echt fiese Stelle, wie ich finde. Da man, wenn man zu tief kommt, nicht mehr hochkommt eventuell. Und deswegen sollte man echt hier bleiben und die ganze Zeit, glaube ich, diesen Trick machen, den ich hier gerade mache. Und wie es aussieht, funktioniert er auch. Hoffe ich mal. Nicht, dass er dann irgendwie aus dem Screen verschwindet, dass es nicht weitergeht. Das wäre schon ein bisschen fies. Ah, verdammt. Geh doch mal ganz runter. So, ja. Ich muss jetzt ausprobieren und testen, wie weit der runtergeht. Ah. Stand der im Weg. So. Boah, wie tief. Ich mach echt so lange weiter, bis bis man die Bombe nicht mehr sieht oder bis man nicht mehr dieses Geräusch hört. Boah. Tatsächlich. Ich habe so ein Gefühl, wenn ich jetzt runtergehe, werde ich verkacken. Deswegen jetzt noch eine. Komm. Oh, sie geht ganz runter. Oder? Alter, ich dachte, ich sterbe jetzt. Oh, das ist einfach nur der Effekt eines Schiffes. So, ich hoffe jetzt mal, dass hier auch ein paar Blöcke versteckt sind. Sonst werde ich nämlich verkacken. Okay. Das sieht ja schon mal gar nicht verkehrt aus. Okay. Das war nicht schlecht. War auch nicht zu schwer. Oh, eine Feuerblume. Dankeschön. Wofür denn? Soll ich die jetzt hier abschießen oder was? Damit das schneller geht. Ja, wie der Titel schon sagt, wir sollen uns durch das Schiff bomben. Ich werde es auf jeden Fall definitiv versuchen. Oh, wir müssen da durch. Gibt es hier noch irgendwie... Ah, okay. Aber was ist mit der Tür? Die interessiert mich jetzt auch. Ich habe so ein Gefühl... Oh, nee, den Weg gehe ich doch nicht. Aber da kriegt man eine Feuerblume. Gut zu wissen.
Verdammt, Leute, das war knapp. Ja, schön. Ah, doch, das können wir nutzen. Dank Marios Fähigkeit. Dann muss ich da nicht unbedingt runterspringen. Jetzt komm her. Ja, komm. Ja. Fein. Ja, ich glaube, die Zeit wird uns vielleicht auch den Gar ausmachen. Ich sollte doch lieber hier ein bisschen... Ja, ein bisschen explodieren lassen. Komm. Nein, das will ich doch gar nicht. Oh. Komm, die Zeit läuft uns davon. Das sieht lustig aus, aber ist eine coole Mechanik. Die gefällt mir. Also ich finde, das ist eines der besten Level, was so mit diesen Bomben und den Blöcken angeht, finde ich jetzt zumindest. So, da können wir jetzt schon mal runter. Lass mich raten, die müssen jetzt... Ah ne, die können doch gar nicht da runterfallen. Ja, wir müssen dahin, aber da runter... Ah, ich will irgendwie da runter. Komm, ja, genau, perfekt in die Mitte. Ja, du da... Nein, 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 du darfst da hinten nicht explodieren. Sonst fallen die da immer runter. Moment mal. Es könnte klappen. Bitte, triff beide. Ja. So. Ja, perfekt. Komm. Gib Gas. Ich habe so ein Gefühl, es könnte eine Verarsche gewesen sein. Nee, wir haben eine Feuerblume bekommen. Nein, nicht du. Du sollst springen, bitte, tu mir das nicht an. Spring! Alter, danke. Aber, das Problem ist, ich sehe hier nicht viel. Alter. Schönes Level, sehr schönes. Also, es gefällt mir. Ich bin auch ziemlich gut drauf reingefallen. Einen Stern hast du ja schon mal. Ich beende das Level. Es dauert ein bisschen zu lange und in dem Part habe ich bisher nur dieses Level zeigen können. So. Musikschule Bowser, gucke ich mal, ob ich am Ende des Parts noch ein bisschen Zeit habe. Wir gehen jetzt mal zu Chewy, oder wie der ausgesprochen wird. Und zwar, I suck at making levels. Der hatte doch irgendwas. Wow. Also das ist ja schon künstlerverdächtig und irgendwie hat er da auch noch nicht so viele Sterne. Vielleicht ist es auch noch ziemlich neu. Da auch. Der macht gerne diese Bilder, wie es mir scheint. Ja, da. Die drei Pikmin und Olimar. Nicht schlecht. Das finde ich auch immer so besonders. Das sieht man hier auch ganz gut. Das hat er auch gut eingefangen. Ihr seht ja links das erste Pikmin. Das ist ja rot. Das ist das Rote. Das hat ja die Nase. Ich meine, das hatte die Nase. Ja, doch, das hatte die Nase. Das Gelbe hatte nur die Ohren, hat dafür aber keinen Mund und keine Nase. Und das Blaue hat halt nur den Mund. Ja, nicht schlecht. Wollen wir mal reinschauen. Unten seht ihr die ID. Mal gucken. Ich tippe darauf, dass wir hier als Olimar herumlaufen. Oder als Pikmin vielleicht sogar. Wollen wir mal gucken. Es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Und tatsächlich, wir sind Olimar. Und in letzter Zeit habe ich auch Bock auf den dritten Teil. Ich habe den zweiten noch nicht durch, ich bin da am Ende. Ich will euch jetzt nicht spoilern für die, die das nicht kennen. Deswegen werde ich da auch nicht großartig was erzählen. Jetzt frage ich mich aber, der Pfeil geht nach da. Ah, okay. Oh, schade. Aber wir kriegen jetzt bestimmt, oder? Komm, mach keine Faxen. Ha, tatsächlich. Ich will den Vater... Ja, ich habe den Vater umgebracht oder die Mutter, keine Ahnung. So, wir müssen runter, sagt der Pfeil uns. Jetzt sagt der Pfeil uns nach rechts. Darauf achtet er auch gut, das finde ich auch sehr schön. Oh. Ein bisschen Jump an... Also Jump-and-Run-Einlagen hat es ja schon. Das muss ich ja dem Level lassen. Und hier, wir sind gerade auf Olimars Kopf, auf seiner Schüssel. Auf seinem Fischglas, wie auch immer. Auf seinem Helm. Alter, geht weg. Lass mich in Ruhe.
Ich mag euch nicht. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob ich springen soll oder nicht. Ah, kommt, Leute. Ich versuche jetzt mal zu springen und... Ja, wir wurden nicht enttäuscht. Es wäre ja schon schade, wenn wir hier sterben. Ha! Komm, ich will damit fliegen. Du Penner. Ich wollte als Olimar durch das Ziel. Oh, wir sollten, glaube ich, sogar die Wolke nehmen. Soll das das Raumschiff darstellen? Das wäre ja schon so eine... Boah. Ja, so eine Raumstation könnte man machen. Da ist die Wolke drin. Irgendwie so ein Nakito, den man besiegen müsste. Also, vom Style, also, was er gezeichnet hat, finde ich es cool. Als Jump-and-Run-Level natürlich nicht so, ne? Aber, wollen wir mal nicht meckern. So, das Level ging auch relativ schnell. Ich mag zwar auch sehr lange Level, aber das war jetzt auch mal so ein bisschen interessant. Mario's dead? Wie? Ach so. Weil das diese Todformen sind. Das scheint mir auch etwas schwierigeres Level. Oh, Classic Underground Enemies. Meine Herren. Alle aus dem Untergrund, die Gegner. Sogar der Hammerbruder mit den Hämmern. Oder ja, mit den Hämmern oder Hammern. Oh, Mario und Peach und Bowser. New 8-Bit World. Ey, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Gucken wir uns mal das hier an. Ich finde, da hat er sich auch sehr viel Mühe gegeben. Und das ist alles im NES-Style. Scheinbar ist er ein riesengroßer Fan von dem ganz alten. Oder es fällt ihm einfacher, das einzufangen mit den alten Sachen. Kann ich mir natürlich auch gut denken. Und hier haben wir den Goomba. Und da vorne haben wir auch schon den Koopa. Das heißt, wir müssen eigentlich hier rüber springen. Oh, das finde ich ja cool. Da hat er doch glatt oben als Augen, damit das weiß ist, hat er die Stacheln benutzt. Nicht schlecht. Oh, eine Schildkröte. Soll das heißen, ich hätte das hier kaputt machen können? Ah, Leute, ich versuch's. Ah, okay. Da waren sowieso nur Münzen drin. Ich hoffte auf einen Pilz. Weil ich da diese Stelle irgendwie ein bisschen verkackt habe. Naja, okay, so. Ah. Okay, den könnten wir auch theoretisch nehmen. Oh, eine Feuerblume. Wofür brauchen wir die? Ah. Das finde ich auch ganz süß, dass der jeden Gegner auf jedem seiner Porträts drauf gemacht hat. Und ich denke mir mal, hier kann man so nicht rüberkommen. Da muss man sich treffen lassen. Oh, ich hatte gerade Schiss. Ich dachte, wir fallen jetzt in den Untergrund, also in die Schlucht. Und jetzt müssen wir das Level eigentlich fast geschafft haben. Es war ja klar, dass ein Hammerbruder noch auf uns wartet, aber nicht mit mir. Verdammt, oh, ich habe leider kein One-Up bekommen. Aber doch, das hat er sich auf jeden Fall auch wieder verdient, einen Stern. Weil das ist auf jeden Fall Zeit, die er darin investiert hat, aus Leidenschaft. Und das hat auf jeden Fall einen Stern verdient. So, ich werde natürlich jetzt nicht alle seine Sachen hier machen. Ich werde jetzt auch mal jetzt eins meiner Level vorstellen, ganz genau. Zu seinen Leveln und musizieren mit Bowser kommen wir noch. Ja, bauen wir den Weg durchs Schiff. Ja, ich glaube nicht, dass ich das in einem Part schaffe, ohne großartig zu schneiden und so. Und ihr wollt natürlich alles mehr oder weniger sehen. Deswegen mache ich das eher privat. Ja, oder wollen wir mal gucken, was mein Kollege Sorry Warner so hat. Er hat ein neues Level gemacht in New Super Mario Bros. U Style, was ich noch nicht gespielt habe. Das habe ich schon gespielt. Habe ich auch schon einen Stern gegeben. Da unten habt ihr die ID. Ich finde das Level gar nicht mal so schlecht. Mal schauen, ob ich es jetzt packe oder nicht. Harder, better, faster, stronger. Ja, das ist angelegt an Kanye West. Weil er gerne Kanye West hört. Und ja, ich nehme mal an, dass er das deswegen so genannt hat. Ich finde aber, er hätte es vielleicht anders nennen können. Noch ein bisschen vom Level kenne ich, aber nicht mehr alles. Also, hier ist auch ein bisschen Skill gefragt. So, zum Beispiel hier. Ihr werdet jetzt sehen, warum. Ganz genau deswegen. Und hier die Einlage finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Oh, toll. Ist mir ja natürlich direkt gelungen, ne? Ich wurde doch getroffen. Dabei wollte ich das nicht. Und hier die Stelle finde ich auch ganz in Ordnung. Mit den Buhus.
Ich persönlich finde ja, wenn man die Buhus einsetzt, muss man darauf achten, dass sie nicht doch durch die Wand gehen und einen behindern. Ja, und hier die Stelle ist schon ein bisschen fies. Das war jetzt totaler Reinfall. Ich war mir nicht sicher, ob man da jetzt spinnen musste oder ob man da jetzt ganz schnell durch muss. Aber ich meine, da konnte man so durch. Wie gesagt, jedem, auch Profis, passieren Fehler. So, jetzt komm her. Was ich auch nett von ihm finde, ist, er hat ja die rote Riesenschildkröte nicht so asozial zurückprallen lassen, wie das die meisten machen, sondern er hat sie wirklich so platziert, dass sie nicht mehr zurückkommt. Das finde ich auch sozial und das steigert auch den Levelwert. Nicht so, wie es dementsprechend in meinen Leveln manchmal ist, wo es wirklich schon ziemlich knifflig wird oder auch schwer. Wo man überlegen muss, wie handle ich jetzt schnell und so weiter. Hier finde ich das auch cool, er setzt gerne seine Katzenpfoten ein. Das hat er auch schon in seinem allerersten Level gemacht gehabt. Das hier ist übrigens sein zweites, was er veröffentlicht hat. Aber das andere gibt es nicht mehr, das hat er rausgenommen. Dabei fand ich das gar nicht mal so schlecht. Oh, ja, toll. Ah, du Penner, ich wusste es. Warum muss mir das jetzt passieren? So, und hier ist auch so eine Jump-and-Run-Einlage wieder mal. Hier hat er auch so dementsprechend drauf geachtet, dass man hier gut durchkommt. Ich habe fast Mist gebaut. Es wäre fast in die Hose gegangen. Ja, diesen Raum mag ich eigentlich auch. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich daran aussetzen könnte. Er hat auch nicht zu viel von diesen Feuerdingern da reingemacht. Das finde ich ja auch manchmal ätzend. Hier muss man auch manchmal dann halt diesen Drehsprung ausführen, der einen kurze Zeit rettet. Ja, und hier schießt auch Bowser schon. Ihr könnt euch denken, wer jetzt gleich kommt. Oh. Ja. Das meinte ich mit Bowser. Der schießt durch die Wände und der nimmt keine Rücksicht. Ich weiß auch nicht, ob das beabsichtigt war. Kann sein. Ich denke schon, weil das würde auch erklären, warum er so sozial war, was die Dinger da angeht. Diese Feuer... Ja, wie nennt man die? Feuersticks oder so, keine Ahnung. Okay. Jetzt müssen wir das aber packen. Weil wir hatten das Level schon fast hinter uns und ich finde, ich habe mich ziemlich blöde angestellt. So, jetzt müsste aber der Lauf mal richtig funktionieren hier. Für Notfall haben wir da noch einen Pilz, aber scheinbar braucht man ihn diesmal doch nicht. Oben habt ihr schon gehört, da waren die Wumms. Die nerven auch gerade ein bisschen, hat man gemerkt. Aber jetzt sind sie ja wenigstens Geschichte und sie sind etwas weiter hinten. Also stört das nicht so ganz. Okay, so, jetzt sind wir wieder hier. Mal gucken, ob wir schneller sind als Bowsers Feuer, was ich aber nicht glaube. Jetzt müsste schon das erste Feuer kommen. Oder, oder? Ja. Und da war auch noch ein Fragezeichenblock. Wenn ihr wartet, kommt er schon hier hin und dann könnt ihr da unten direkt durch. Aber der Block ist noch für was anderes gut, also ihr solltet ihn vielleicht doch lieber aufheben. Denn hier sollte man normalerweise mit der Schildkröte durch und ihr müsst euch auch beeilen. Nach einer Zeit, nach einer Zeit ist sie wieder aktiv und dann kriegt ihr Schaden. Oh, ja. Was viele nicht wissen ist, wenn ihr den in der Hand habt, ne, könnt ihr euch duckeln und ja. Verdammt. Das sollte nicht so passieren. Yeah.
Ja, ist jetzt aber leider passiert. Aber was soll's. Es ist so, als hätten wir noch einen Pilz. Und deswegen ist mir das jetzt auch ziemlich egal. Ja, hier haben wir auch den Bowser und einen Hammerbruder. Bei mir war es nämlich das erste Mal, wo ich es geschafft habe, der Fall, dass der Fragezeichenblock doch weitergeflogen ist, weil ich was langsamer war. Und ja, deswegen konnte ich dann auch nicht diesen Weg nehmen und musste durch Bowser unten hindurch. Das hatte ich dann geschafft. Naja, ich habe hier nicht wirklich mein Skill zeigen können, aber egal. Nehmen wir das nächste Level, das passt noch in den Part, denke ich mir mal. So wie es aussieht, ja. Wollen wir mal schauen. Rotate, Mario. Ist das Portugiesisch oder so? Ich habe jetzt keine Ahnung. Ja, wie es aussieht, hätten wir darauf spinnen sollen. Oder rotate oder so. Oder sowas ähnliches soll das heißen, dass wir dann so ein bisschen spinnen. Glaube ich zumindest. Oh, nicht schlecht. Verdammt. Ah, nein. Schließlich musste er das Level ja auch selber schaffen, ne? Verdammt! Nicht schlecht. Also die Stelle ist schon was kniffliger. So. Mach mal deine Stampfattacke. Wir wissen ja jetzt, worum es sich hier dreht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Hier finde ich, musste man ein bisschen schneller sein, dann ist es auch einfacher. Oh. Das Coole ist, die gehen nicht nach unten, weil wir nicht unten stehen. Also das hat er schon mal... Wow, nicht schlecht. Also was das Spinnen hier so angeht, das hat er gar nicht mal so schlecht gemacht. Zumindest auch diese Stelle hier, dass er die Wumms zu zwei Zwecken verwendet. Und ja, nicht schlecht, cool. Finde ich sehr, sehr gut. So, und jetzt stampf mal. Wumms. Verdammt. Ja, mit den Power-Ups war er hier ein bisschen sparsamer. Man merkt es auch. Alter Schwede, ist das dein Ernst? Ah, ich hatte nicht genügend Anlauf. Und er ist auch im falschen Moment, also... Er ist nicht so gesprungen, wie ich es wollte. Aber das Level gefällt mir bisher am besten, was er so gemacht hat. Zumindest das hat er richtig, richtig gut drauf, finde ich. Oh. Da können sich manche wirklich eine Scheibe abschneiden von... Oh. Man kann das Level auch speeden, das finde ich auch cool. Daran hat er auch so ein bisschen gedacht. Ich denke mir mal, ihr werdet auch sehr viel Spaß daran haben. Im Übrigen, Sorivana hat auch einen Twitch-Account. Das heißt, er streamt. Ihr könnt da mal vorbeischauen. Ihr müsst einfach nur Sorivana eingeben. So wie auch hier sein Mi oder sein Profil beschrieben ist. Genauso wird er auch bei Twitch geschrieben und da könnt ihr mal vorbeischauen. Ich werde wahrscheinlich auch mal dabei sein, weil momentan zu Hause selber komme ich nicht dazu, auch nicht zeitgemäß wirklich. Und ihr wisst ja auch, am Wochenende nehme ich meistens meine Videos auf und dann veröffentliche ich die dann so über die Woche hinaus, weil die auch was länger sind. Nein. Okay, hier war der nicht so fies. Alter, verdammt. Ah, da wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Ja. Auf ein neues. Aber es ist auch ein so ein Level, was man nach einer Zeit eigentlich relativ schnell lernt. Ah, oder auch nicht. Wenn man die Routine einmal mehr oder weniger drin hat. Oh, warum verkacke ich das immer? Ich habe nicht genügend Speed an der Stelle. Das Level will ich jetzt aber noch unbedingt schaffen. Egal wie lang der Part jetzt, glaube ich, wird.
Weil ich habe das Gefühl, es war auch nicht mehr allzu lang. So, das hätten wir ja schon mal. Am besten nicht getroffen zu werden, weil gibt's ja echt kaum Power-Ups. Ich weiß auch nicht, ob am Ende noch irgendein Power-Up kommen wird. Verdammt, wir waren nicht schnell genug. Ich hätte weiter nach links gehen müssen. So. Nix wie in die Röhre. Ja, jetzt traue ich mich natürlich weniger, ne? Ihr kennt das auch, wenn ihr kein Power-Up mehr habt. So. Ja, die Wumms kann man als Aufzüge benutzen. Und das finde ich genial. Vor allem, weil man dann noch dabei am Spinnen ist. So, das hätten wir jetzt schon mal. Da sind wir durchgekommen. So, was erwartet uns hier? Gibt es hier einen Pilz? Nee? Nix sozial? Okay. Verdammt! Oh. Er ist weiter nach rechts gerutscht. Ich muss das Power-Up behalten bis dahin. Weil da kommen mir die Stacheln ein bisschen zu nah. So. Alter, das war knapp. Verdammt! Ah. Regt mich das auf. Ich frag mich sowieso, was da jetzt gleich noch kommt. Das Level scheint schon ziemlich groß zu sein. Nun gut, Leute, ich glaube, ich werde diesen Part hier beenden. Er ist auch schon ein bisschen lang genug. Im nächsten Part werde ich das Level definitiv, denke ich mir mal, auch schaffen. Und er hat auf jeden Fall schon mal einen Stern verdient. Das ist auf jeden Fall gelungen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Wie gesagt, sorry Warner, ihr seht jetzt gerade nochmal den Namen. Der hat einen Twitch-Kanal und da könnt ihr mal vorbeischauen. Wann er genau streamt, weiß ich nicht. Müsst ihr ihn mal fragen. Dementsprechend, er hat auch YouTube. Dort könnt ihr ihn vielleicht auch irgendwelche Kommentare schreiben unter irgendwelchen Videos. Ich denke mir mal, er schaut da ab und zu rein und ja, dann wird er wahrscheinlich auch mal live streamen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In diesem Part haben wir nicht allzu viel geschafft. Aber waren auch ein paar hartnäckige Level oder ich hatte auch heute mal keinen Skill-Tag. Werde ich jetzt auch noch in den anderen Parts gleich sehen, wenn ich welche mache. Nun denn, es hat mich gefreut. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut und schalt wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run.